Ja, herzlich willkommen hier auf der ITSA. Ich mache es relativ kurz, vorgestellt worden bin ich ja schon. Es geht hier um den allgemeinen Überblick des Bedrohungsszenarios, so wie wir von Bitdefender das letztendlich wahrnehmen, wie die IT-Security letztendlich funktioniert oder funktionieren sollte, beziehungsweise was sind eigentlich ihre täglichen Herausforderungen im tagtäglichen Leben, wenn wir mit dem Kommunikationsmedium Internet letztendlich unterwegs sind. Hier das kleine Beispiel. Wir haben jeden Tag die Herausforderung, im IT-Security-Umfeld das Beste an Software eben halt mitzuliefern, den bestmöglichen Schutz. Aber wir haben nach wie vor immer so das Gefühl, dass wir jeden Tag auf der Verliererstraße letztendlich stehen, weil die Angriffe werden immer vermehrt mehr. Sämtliche Schutzmechanismen, die ich einführe, versagen am Ende des Tages. Aber trotzdem muss ich mich mit dem Thema Sicherheit definitiv letztendlich auseinandersetzen, um notwendigerweise organisatorische Maßnahmen hochzuhalten, beziehungsweise hier für einen vernünftigen Sicherheitslayer in meinem Unternehmen oder auch für zu Hause letztendlich zu sorgen. Das bringt mich natürlich dazu, in welchem Zeitalter leben wir eigentlich. Und das Zeitalter, im Informationszeitalter, ist der Datenaustausch natürlich, egal welches Kommunikationsmedium ich verwende, ob das jetzt das Smartphone ist, ein Tablet ist, ein PC ist, ein Laptop ist, so wie jetzt hier steht, dass wir in einer Welt leben, in der grundsätzlich alles gestohlen werden kann und alles letztendlich für den Angreifer auch einen physikalischen Wert darstellt, den er letztendlich dann in monetäres Geld umsetzen kann, sodass wir eben halt sehen, dass 80% aller Trojaner heutzutage darauf ausgerichtet sind, Informationsdiebstähle zu begehen. Gleichzeitig sehen wir allerdings auch eine gewaltige Zunahme an Security Incidents. Wenn man das mal vergleicht von 2014 auf 2015, 60 Millionen Incidents, das ist eine Steigerungsrate von 34% gewesen. Also alle Verteidigungsmechanismen, die eingerichtet worden sind, haben zwar Sinn und Zweck erfüllt, haben auch relativ viele Angreifer ferngehalten, in Unternehmensnetzwerke einzudringen, aber nach wie vor ein sehr, sehr starkes Wachstum, dass Cyberkriminelle versuchen, natürlich in Unternehmensnetzwerke, egal welcher Größe, letztendlich einzudringen. Hat natürlich auch monetäre Folgen, sodass wir hier, je nachdem, welche Studie man letztendlich liest, lesen kann, zwischen 375 bis 575 Milliarden US-Dollar an Schäden. Wenn man sich die letzte oder vorletzte BSI-Studie anschaut, was bedeutet das jetzt runtergebrochen auf unserem deutschen Markt für den Mittelstandssektor zum Beispiel. Der Mittelstandssektor unterliegt hier 51 Milliarden Euro an Gesamtschäden. So, das heißt, wir müssen ja auch hier eben halt dafür Sorge tragen, dass gewisse Sicherheitsbarrieren auch für den Mittelstand letztendlich nach vorne getragen werden. Was wir auch sehen ist, dass der Informationsdiebstahl eben halt zugenommen hat, und zwar der Informationsdiebstahl an meinem geistigen Eigentum. Das heißt, Cyberkriminelle haben tatsächlich die Ausrichtung, geistiges Eigentum zu stehlen. Und auch hier haben wir eine Wachstumsrate von 56%. Und auch hier sehen die Prognosen nicht ganz so rosig aus, sodass wir davon ausgehen können, dass auch hier die Steigerungsrate von 2016 auf 2017 nochmals über 50% letztendlich wachsen wird, was den Diebstahl geistigen Eigentums angeht. Und damit sind auch die Konzepte definitiv klar, dass die Angreifer tatsächlich nach meinem geistigen Eigentum schauen. Natürlich haben wir es in der Vergangenheit eben halt über das Thema Ransomware eben halt mitgekriegt, dass es eben halt auch anders geht, dass es eben halt sehr, sehr schnell Geld zu machen, um eben halt zu schauen, wie kriege ich nachhaltig Rechner eben halt infiziert. Gleichzeitig suchen aber auch Angreifer, und normalerweise wir von der Industrie sprechen immer über diese Advanced Persistent Threats, also erweiterte Angriffe im tiefgreifenden Sinne. Die sind aber auch relativ teuer durchzuführen, größtenteils bedeuten relativ viel Vorarbeit, sodass wir da auch sehen, dass Angreifer versuchen, den einfachsten und möglichst einfachen Weg letztendlich zu gehen. Und wenn man sich mal die Top 3 Passwortliste international anschaut, dann sind es so Passwörter wie 123456, Passwort 12345. Der ein oder andere ist ein Fan von einer Serie, das heißt auch eine Serie, die nennt sich Game of Thrones, also Dragon, Khaleesi und wie die Hauptfiguren letztendlich noch heißen, sind auch in den Top 10 letztendlich als Passwörter wiederzufinden. Heißt, ich muss mich damit auch auseinandersetzen, wenn ich natürlich solche einfache Passwörter in meinem System letztendlich vorfinde, dass es relativ einfach natürlich gestaltet ist für einen Internetkriminellen, dort in mein System am Ende des Tages einzudringen. Und natürlich gibt es auch hinreichend viel die Offerten aus dem Internet, aus dem Dark Web, dass man eben halt deren Services kaufen kann. Man bezahlt eben halt hier Upfront für ein Jahr und ich kriege den Service letztendlich zur Verfügung gestellt. Und das Gleiche dient letztendlich auch den Ransomware-Schreibern. Meistenteils sind es auch Rookies, die keine Ahnung haben, wie man sowas
schreibt, die das eben halt käuflich für ein paar Dollar eben halt erwerben und dann eben halt zigtausend Dollar von uns pro Tag eben halt erpressen, sodass wir eben halt hier kleine Historie eben halt sehen. Ransomware ist schon ein relativ altes Thema, ist entwickelt worden in Amerika von einem Professor 1984, dann ein bisschen in Vergessenheit geraten und seit 2012 natürlich dann auf dem Vormarsch, dient im eigentlichen nur monetären Sinn, die verstecken sich noch nicht mal gegen AV-Scanner, brauchen sie auch nicht, denn deren Ziel ist es nur schnell rein, schnell raus, Geld verdienen, die Erpressungsmail schnell hinterher und der Deutsche ist ja durchaus auch gewillt bis zu 240 Euro für die Ransomware zu bezahlen, um das letztendlich das Thema wieder loszuwerden. So wie schon gesagt, das Konzept schon relativ alt zu sehen ist und wir sehen eben halt auch, dass es international auf dem steigenden Ast ist, dass immer mehr Endgeräte angetroffen werden, auch Android-Endgeräte zum Beispiel, die jetzt eben halt mit Ransomware infiziert werden. Auch die vermeintlich sicheren Betriebssysteme, wie jetzt ein Macintosh-Betriebssystem, also von Apple oder Linux, haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass sie eben halt angegriffen wurde, so eben halt im Juni der erste Linux-Encoder oder jetzt im März 2016 haben wir die erste Ransomware für Macintosh-Systeme eben halt gefunden, sodass eben halt die organisierten Kriminellen eben halt jetzt auch vorgehen und alle Systeme eben halt infiltrieren können. Das, was wir von Bitdefender derzeit auch vermehrt sehen, ist, dass Unternehmen direkt angegangen werden, mit Ransomware infiziert zu werden, weil das ein oder andere Unternehmen ist nach deutschem Recht verpflichtet, die Umsatzzahlen zu veröffentlichen. Das heißt, auch hier gucken die Internetkriminellen, ist das ein lohnendes Ziel, greife ich definitiv das ein Unternehmen an, kommt eine Erpressungsmail hinterher, so nach dem Motto, zahlen Sie 1-2% Ihres Jahresumsatzes und Sie kriegen den Schlüssel für die Entschlüsselung Ihrer Gesamtsysteme. Dadurch, dass wir im Zeitalter der Internetkommunikation eben halt leben, ist eben halt auch alles mit jedem eben halt verbunden, bringt mich natürlich dann zu dem schönen Thema das Internet der Dinge. Was alles auf uns noch einprasseln wird beim Internet der Dinge, wird noch letztendlich lustig werden. Der Fernseher ist heutzutage schon angebunden. Wenn man so ein bisschen im Internet rumgoogelt, kann man schon das ein oder andere lustige Video finden, dass sich Pärchen abends vergnügt auf der Couch vor ihrem Lieblingsfernseher vergnügen oder Gesprächsfetzen werden aufgezeichnet aus irgendwelchen Meetingsräumen, weil man eben halt vergessen hat, dem Fernseher zu erklären, dass er keine Internetkonnektivität eben halt weder über die Videocam noch über das gesprochene Wort letztendlich aufzeichnet. Das sind eigentlich schon mal die Herausforderungen für uns als Privatanwender, sicherlich für Unternehmen dann noch viel, viel mehr. Das Internet der Dinge bringt dann so spannende Themen auf uns und mehr als im Haushaltsbereich, die angeschlossene Waschmaschine, die dann zu einer bestimmten Uhrzeit waschen darf. Wenn ich ein Angreifer bin, greife ich sicherlich nicht das Unternehmen an, der mir die Waschmaschine zur Verfügung stellt, sondern die Haushalte. Das gleiche gilt für Industrie 4.0. Wenn man eben halt daran denkt, dass so ein Mähdrescher eben halt Zukunft voll automatisiert das Korn einfahren kann, werde ich sicherlich nicht den Hersteller dieses Mähdreschers angreifen, weil da habe ich einen Fort Knox vor mir. Es wird relativ schwer werden, ihn anzugreifen, aber der Mähdrescher ist meistens unbewacht in der Bauernscheune. Da weiß ich, wie ich den sehr wahrscheinlich kompromittieren kann. Und anstatt er den Wetterdienst des Herstellers abruft, ruft er meinen Wetterdienst an. Es regnet in Strömen. Gut, jetzt scheint mal gerade die Sonne, aber heute hat es geregnet. Er würde rausfahren, das Korn ernten, können wir direkt wegschmeißen, weil nasses Korn ist nicht weiter geeignet zur Weiterverarbeitung. Das heißt, ich könnte eben halt auch so in die Weltwirtschaft eben halt vielleicht eingreifen, um dort Hungersnöte zu produzieren. Sie sehen, es ist auch kein Hirngespenst, was ich sage. Das Internet der Dinge ist bereits schon da, vollumfänglich. Wir sehen auch schon Angriffe eben halt auf verschiedene Kommunikationsmedien. Was jetzt mobile Endgeräte eben halt angeht, gerade auf Applikationsbasis, sei es jetzt der berühmte Herzschrittmacher, der auf Applikationsbasis läuft und, was eben halt alles angeschlossen werden kann. Wir sehen die Embedded Systems, die angegriffen werden, auch hier eine Wachstumsrate von 30% der Embedded Systems, die angegriffen werden. Die Consumer Technologies und die Operational Systems, also die Data Center, stehen eben halt auch nach wie vor im Fokus von Cyberkriminellen, auch im Zeitalter der Internet der Dinge. Laut Gartner-Studie sehen wir auch hier, die prognostizieren bis 2020, dass 50 Billionen Endgeräte weltweit an dem Internet der Dinge eben halt partizipieren. Heißt, wir müssen uns alle damit beschäftigen, wie wir dann solche Devices in Zukunft möglichst sicher eben halt absichern, beziehungsweise nicht nur die Devices, natürlich auch die Backend-Systeme müssen nachhaltig geschützt werden. Wie soll man das tun, wenn wir eben halt wissen, es gibt eben halt Schwachstellen, es gibt eben halt Exploits, an Form von Heartbleed. Das war das einzige und erstmals einzige Symbol, was wir überhaupt einer Malware eben halt gegeben haben. Das blutende Herz
sind wir schon relativ lange, mehr als 10 Jahre, über 20 Jahre fast mit dem Thema Malware eben halt unterwegs. Linux, Shellcode, Shellshock eben halt infiziert alle Windows, alle Linux-Systeme. Das heißt, wir haben hier massive Herausforderungen eben halt auch im Exploit-Bereich für nachhaltige Sicherheit eben halt zu sorgen. Da haben wir schon einige interessante Lösungen, um eben halt auch hier gegen Exploits letztendlich vorzugehen. Also nicht bekannte Schwachstellen, die eben halt ausgenutzt werden können von Malware-Angreifern, die eben halt meine Gesamtsysteme eben halt kompromittieren wollen. Auch bei Heartbleed eben halt zu sagen, das eine oder andere Unternehmen wird eben halt ISO 27001 zertifiziert. Die Auditoren kommen eben halt rein und haben eben halt auch solche Systeme als sicher auditiert, weil der menschliche Faktor davon ausging, dass die Systeme eben halt sicher waren. Und Heartbleed hat uns wirklich gezeigt, das war eine Sicherheitslücke, die schon lange existent war. Also wir können uns nicht immer ausruhen auf dem Faktor Sicherheit, sondern müssen permanent analysieren, dass wir nachhaltigen Schutz letztendlich bieten. Das Thema Ransomware in Deutschland hat natürlich auch gezeigt, dass der Healthcare-Bereich, also der Gesundheitssektor, massiv in einem Problem steckt. In Amerika schon etwas länger. Das heißt, das wird auch die nächste Infizierungswelle letztendlich auslösen, dass gerade auch der Gesundheitssektor natürlich hier massiv im Fokus stehen wird für Cybercriminelle. Woran liegt das? Meine persönliche Identität hat auf dem Schwarzmarkt einen Wert von 1 Dollar. Die Kreditkarte, wenn man sich das anschaut, liegt auch so bei 2 bis 3 Dollar an Wert auf dem Schwarzmarkt. Nur wenn ich merke, meine Kreditkarte ist kompromittiert, ist das für mich ein Anruf. Also die Zeitspanne, Geldwerte aus einer Kreditkarte zu generieren, ist für Cyberkriminelle relativ kurz geworden. Eine gesamte Gesundheitsakte hat heute einen Schwarzmarktwert von angefangen 500 Dollar bis zu 2000 Dollar. Sicherheitsunternehmen oder die Lösungsanbieter im Healthcare-Bereich versagen einfach, weil die Schutzmechanismen noch nicht in der Form dort implementiert sind. Es dauert sehr, sehr lange, bis auffällt, dass meine Gesundheitsakte verloren gegangen ist und sie ist nicht veränderbar. Da stehen meine persönlichen Daten drin, meine Gesundheitsgeschichte, mein Gesundheitsverlauf steht nun mal da so drin. Wenn ich schwer krebskrank eben halt bin, bedarf es bestimmter schwerwiegender Medikamente und diese Informationen werden eben halt auf den Schwarzmarkt eben halt weiterverkauft. Nur es dauert relativ lange, bis dem Unternehmen auffällt, dass meine Gesundheitsakte letztendlich verloren gegangen ist. Das bringt uns dann eben halt wieder mit der Verknüpfung des Internet der Dinge, dass auch solche Applikationen letztendlich angegriffen werden können. Dass der Schwachpunkt die eigentliche Applikation letztendlich ist, das sehen wir letztendlich auch jeden Tag so. Warum ist eine Malware eigentlich immer so erfolgreich auf dem Markt? Klar, weil sie sich eben halt auch versucht zu verstecken in den Gesamtsystemen. Ein Gesamtsystem oder ein Betriebssystem ist immer in zwei Teile gekleidet. Einmal den User-Teil, den wir tatsächlich immer operativ eben halt sehen. Das ist eben halt der schöne bunte Bildschirm, an dem wir eben halt Applikationen ausführen. Aber es gibt eben halt noch den Kernel-Anteil und diesen Kernel-Anteil, also den Betriebssystem-Anteil, haben natürlich auch Hacker natürlich das Interesse, sich eben halt zu verstecken. So kam es zu solchen Unfällen wie Kabernack, weit über eine Milliarde Schaden, hauptsächlich im Finanzsektor. Es sind aber auch Anwaltskanzleien angegriffen worden, mehr als 2 Jahre gelaufen, über 30 Länder waren betroffen und immer noch aktiv eben halt draußen unterwegs, weil Newton-Angriff gegen solche Firmen wie Microsoft, Apple, Facebook, Twitter, um eben halt hier an Informationen zu kommen. Und man hat es letztens auch in der Presse gelesen, Yahoo hat sich ein Jahr überlegt, an die Presse zu gehen, dass ihre E-Mail-Accounts gehackt worden sind. Hat eben halt damit zu tun, ist natürlich nicht sexy, damit an die Presse zu gehen. Nur wenn ich eben halt Malware-Schreiber bin und eben halt das ausnutzen kann, eine echte, valide E-Mail-Adresse zu verwenden und die an jemanden zu schicken, der wird da draufklicken, weil er die E-Mail-Adresse oder denjenigen bereits kennt. Und damit habe ich letztendlich wieder einen Angriffsvektor geschaffen, um eben halt einzudringen. Im Business ist das natürlich ein Problem. Derzeit nach Studien bedarf es 5 Monate, um herauszufinden, dass bei mir eingebrochen wurde. Und meistens entdecken das Sicherheitsfirmen, die dann irgendetwas in dem Netzwerkbereich letztendlich tun. Und 53% der Unternehmen brauchen dann auch mal externe Hilfe, um festzustellen, was ist passiert, wie ist es passiert, welche Daten sind exfiltriert worden. Zeigt uns auch das Beispiel der APT-Angriffe. Bei der Ukraine-Konferenz, der Sicherheitskonferenz, sind eben halt alle virtuellen Systeme eben halt infiziert worden, sodass wir auch als Hersteller hingegangen sind, eben halt als einziger Sicherheitslösungsanbieter hier Hypervisor Memory Introspection eben halt erstellt haben, in Zusammenarbeit mit Citrix zusammen, sodass wir sowohl im User-Modus als auch im Kernel-Modus erstmalig in der Lage sind, Hacking-Angriffe auf das Gesamtbetriebssystem oder auf virtuelle Instanzen hier zu erkennen. Also wenn ein einfaches Skript ausgeführt wird, um eben halt Zugriff, Root-Rechte auf einen Webserver zu bekommen, können wir dieses nachhaltig
verhindern, um eben halt hierfür einen weiteren Sicherheitslayer eben halt zu sorgen. Und das andere Thema ist natürlich Big Data. Viele Unternehmen beschäftigen sich gerade eben halt damit, eben halt im Big Data-Bereich zu investieren, weiter auszubauen. Das bedeutet auch mehr Kopfschmerzen. Auch hier bedarf es sicherlich einem Security-Layer, der eben halt implementiert werden muss. Und wenn wir schon bei Big Data sind, ist es eben halt die mobile Malware, die eben halt auch hier auf dem steigenden Ast ist. Berühmter Vertreter war hier eben halt Dendroid, der sämtliche APK-Applikationen ohne Zutun, menschliches Zutun eben halt konvertieren konnte und mein Android-System komplett kompromittiert hat. Egal, ob ich jetzt eine MDM-Lösung da drauf, EMM-Container, das Gerät war kompromittiert, ich kriegte sämtliche E-Mails aus dem sicheren Container über den Hauptspeicher eben halt herausgelesen und habe dann letztendlich vollen Besitz auf dieses Endgerät eben halt gehabt. Das war jetzt so der kurze Überblick in 15 Minuten. Ich sehe schon gerade, ich habe fast die Zeit erreicht, um Ihnen mal die Sicherheitslage in Deutschland eben halt ein bisschen näher zu bringen. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, Sie finden mich auf Stand 108, kommen Sie gerne zu uns, da erhalten Sie weitere Informationen. Vielen Dank für Ihren. Herr Orff, vielen Dank für Ihren Vortrag. Für uns ist die Messe jetzt zu Ende. Das war die ITSA 2016. Und mehr Informationen zur Messe und zu unseren Beiträgen findet ihr unter itsa16.qsofu.com. Falls ihr keine Lust mehr auf Security und Technik habt, schaut einfach mal in die Endcard. Da findet ihr weitere Informationen zur Gamescom 2016. Da haben wir auch einige Beiträge für euch vorbereitet.